mir übern Weg wie einer, der schon lange kein Zuhause mehr hat. Und irgendwie, das merkte ich, er war ja noch ein unbeschriebenes Blatt. Und gerade das, das reizte mich, und darum zog ich ihn zu mir nach Haus. Doch es kam nicht mal zu einem Kuss, da riss er wieder aus. Was ist das denn los für ein Mann, der nicht bis drei mehr zählen kann? Das wär John nie passiert, das hat er nie gemacht. Wir wussten immer, was er wollte, was er tat. Das wird ja nie passiert, der wusste gleich Bescheid, der ging viel lieber einen Schritt zu weit. Und eines Tages lud er mich ein zum Essen in ein teures Restaurant. Am Ende hatte er nicht mal das Geld mehr für die letzte Straßenbahn. Zuerst fand ich das noch sehr lustig, dachte mir, das muss vielleicht so sein. Doch dann schlief er auf der Heimfahrt noch in meinen Armen ein. Was ist das denn bloß für ein Mann, der dich bis drei mehr zählen kann? Das wär John nie passiert, das hätt er nie gemacht. Der wusste immer, was er wollte, was er tat. Das wird ja nie passiert, der wusste gleich Bescheid, der ging viel lieber einen Schritt zu weit. Und dann kam endlich das, was irgendwann für jeden einmal kommen muss. Das erste Frühstück für uns zwei, nach einer Nacht und dann ein langer Kuss. Dann bat er noch um meine Hand, dass er nun für immer bei mir bleibt. Was hab ich mir nur angelacht, dass ihr gleich übertreibt. Oh, was ist das denn bloß für ein Mann, der nicht bis drei mehr zählen kann? Das wär John nie passiert, das hätt er nie gemacht. Der wusste immer, was er wollte, was er tat. Das wird ja nie passiert, der wusste gleich Bescheid, der ging viel lieber einen Schritt zu weit. Ja, la 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 la